Moin Moin, ich bin Tizian und wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge Minecraft Bauernhof. Guten Tag. Hier ist die Pullover-Kontrolle. Erstmal Pullover her. Ausziehen. Alles klar. Alle nackig. Gut. Fressen. Du. Ihr macht's jetzt alle gerade wild, oder was? Du, es gibt's noch irgendeinen? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Habt ihr alle? Ich glaube, ihr habt alle, ja? Alles klar, ihr habt alle. Kommt her, kommt noch mal hier in die Ecke, damit ich rausgehen kann. Du noch? Ne, du hast auch schon. Ihr habt alle. So. Die Schafe sind da, Schweine sind eh schon alle da, die sind schon über da. Ja, cool. Das sieht doch nice aus jetzt. Das läuft doch richtig gut. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich habe ja ein bisschen Eisen rausgeholt. Ja, das können wir mal in den Ofen schmeißen. Wo war das? Da. Und Stein habe ich auch neu rausgeholt, beziehungsweise gib mir alles her, was irgendwie steinähnlich ist. Dann bauen wir das nämlich, nehmen wir das mal, Schwarzpulver, cool. Nehmen wir das nämlich mal, die ganzen Mineralien nehmen wir mal raus aus der Kiste und legen die in die andere, die hier. Beziehungsweise die Eier lassen wir erstmal noch mit da drin. So, zack, zack. Das eine Ei da auch rüber. Die ganzen Bruchsteingeschichten erstmal rüber. Bruchstein. Da ist noch mehr Bruchstein. Verspinne. Weiße Wolle, okay. Hier ist noch Kohle. Eisen kann auch erstmal damit rein. Granit habe ich, glaube ich, auch drüben gehabt, ne? Das kann auch erstmal noch hier drinnen bleiben. Granit. Und. Achso, da ist ein Flintstone. Genau. Dann packen wir den Flintstone noch damit rein. Ich habe eine Spinne gehört. Da ist sie. Ey, Spinne, was geht? Komm her. Haha, Faden? Ne, kein Faden. Schade. Ich habe mich über einen Faden gefreut. Werden wir tatsächlich weiter. Weil dann könnten wir nicht einen Bogen machen. Und mit einem Bogen können wir dann schön auf Distanz alles Mögliche anschießen und weghauen. Das wäre cool, aber nö. Dem ist leider nicht so. So, guten Tag. Eikontrolle. Wie sieht's hier aus? Haben Sie noch Eier? Wer hat noch Eier von Ihnen? Gar keiner? Alles klar, ich bin wieder raus. Tschüss. Einmal kurz rein, einmal rein und raus rushen. Einfach mal Trubel machen. So, was haben wir jetzt hier noch eigentlich alles? Fackeln, die können wir mal stacken. Genau, ich habe hier noch Weizen und ich habe hier noch Weizenkörner. Ich habe Eimer. Wieso habe ich die eigentlich nicht gestackt, wenn sie leer sind? Und jo. So, was machen wir als nächstes? Ich habe immer noch kein Dach für mein Haus, ne? Fällt mir gerade ein. Aber das Haus ist ja eh nur ein Zimmer. So, ich würde nämlich gerne als nächstes würde ich tatsächlich die Felder ein bisschen umgestalten. Ich habe die Hake dabei, ne? Ich würde nämlich gerne so ein bisschen einen auf Stardew Valley machen. Und zwar so 9er Felder anlegen, wisst ihr? So, das ist jetzt quasi ein Feld. Dazwischen, ich brauche mal eine Schaufel. Hier kommt quasi einmal Wasser rein. Wieso ist denn eigentlich, was ist das denn für ein Unterschied zu dem? Ah, okay, das eine ist so und das andere ist interessant. So, dann kommt hier wieder, da kommt wieder ein Loch rein für Wasser. Und, kaputt. Jetzt ist die Schacke komplett kaputt gegangen. Okay, passt mal auf, wir machen das, ich muss mal eine neue bauen. Da machen wir uns jetzt mal schnell eine aus Stein. Müssten wir eigentlich alles da haben, ne? So ein bisschen. Wir können auch eine aus Eisen machen. Aber, ja, ich weiß nicht. Zwei und Stein ist hier drin.
Da war ja auch nur zwei, ne? Ja. Zack. Sub. Das reicht eigentlich schon. Fang an zu ackern. Genau, fang an zu ackern endlich. Was für Achievements, ey. So, pass mal auf. Das. Und jetzt haben wir nämlich... Genau, jetzt haben wir hier... Das ist das, was ich wollte. Das einmal weg. Jetzt brauche ich erstmal Wasser wieder. Ich habe ja den Eimer. Den Eimer habe ich ja da. Das heißt, wir holen uns hier einmal Wasser. Und nochmal Wasser. Das kommt in die beiden Löcher. Da. Und da. Und wie wir feststellen, hat sich schon wieder irgendwas hier drauf gebildet. Ohne, dass ich da groß was gegen machen konnte. Weil der Boden ist so fruchtbar. Das glaubt ihr gar nicht. Guckt euch das mal an. Das sieht doch gut aus, ne? Jetzt brauchen wir Weizen. Ihr fragt euch sicherlich, warum mache ich das jetzt so? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach, weil ich denke, dass es gut ist. Und weil ich jetzt immer so kleinere Parteien habe, kleinere Felder habe, die dann gleichzeitig fertig werden. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist oder ob das einfach nur... Weiß ich nicht. Sieht einfach halt nur gut aus. Beziehungsweise ich könnte mich jetzt auch, wenn ich das bepflanze, drehe ich mich einfach nur mit der Maus und dann bin ich rum. Oder so auch beim Ab... Oh, ich habe keine mehr. So auch beim Abbau. Wisst ihr, dann drehe ich mich einfach nur und dann ist alles gut. So, zack, 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 zack. Da gibt es wieder neues Getreide. Die Sachen hier hinten werde ich mal tatsächlich auslaufen lassen. Ich werde jetzt nichts... Ja, alles gut bei euch. Ich werde jetzt nichts Neues anpflanzen, sondern das einfach so lassen. Und da hinten werde ich nachher die Bereiche ein bisschen größer machen, beziehungsweise die Stelle ein bisschen größer machen. Ist halt die Frage, oder ist das eigentlich, oder ist das zu klein? Sieht das denn eher so nach Garten aus? Man könnte natürlich auch Folgendes machen. So. Die nehme ich auch noch dazu. Und dann würde ich wieder hergehen und hier nochmal. Genau. Hier noch eine Reihe und hier eine komplette Reihe rein langziehen. Jetzt nehmen wir die Schaufel wieder. Gucken, dass wir hier ein Loch reinbuddeln. Und hier auch. Und das sind dann unsere Wasserlöcher. So, ich hole mal kurz neues Wasser. Zack und zack. 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 Und dann ist das halt unser großes Feld. Das sieht irgendwie ein bisschen besser aus, ne? Die Frage ist halt, wird das hier noch bewässert? Oh ja, das wird auch bewässert. Das zieht sich langsam durch. Ja, cool. Dann machen wir das doch lieber so. Lass uns noch ein bisschen weitermachen. Und zwar 1, 2, 3. Wir brauchen einen als Zwischenglied dazwischen, weil dann ist das hier wieder... Was ist das für Wasserungsloch, ne? Ja, genau. Da kommen dann auch wieder 1 und 2. Und hier kommt das Bewässerungsloch. Zack, das weg. Dann 1, 2, 3. Und hier würde wieder das Bewässerungsloch sein. Das einerseits. Und auf der Seite das andere. Genau. Dann kommt hier wieder der Boden weg. Also, das ist krass. Damit die Felder schon mal abgegrenzt sind. Und das wächst natürlich immer alles schön wieder zu. Ist ja auch ist ja so, wenn das nicht genutzt wird derzeit, dann wächst das ganz schnell wieder zu. Aber ich hole mal ganz schnell Wasser. Vielleicht verhindert das ein wenig, dass es wieder gleich zuwächst. Zack, einmal Wasser da rein. Wasser da rein. Den Dreck rausholen. Und dann... Hätten wir da nämlich schon mal... Dann haben wir jetzt doch größere Felder angelegt, als ich zuerst wollte. Aber das ist ziemlich cool. Das gefällt mir gerade. Das gefällt mir richtig gut. Wenn das denn... Das ist cool. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. So, kann ich noch ein bisschen was rausholen? Jetzt an Saat hier. Wahrscheinlich eh überall und alles. Aber ich will es auswachsen lassen wenigstens. Nicht, dass es zu...
Nicht, dass ich das Maximum nicht rauskriege. Und dann machen wir hier die ganzen Ställe nämlich ein bisschen größer, ans Haus näher ran. Also das wird wahrscheinlich schon eine Außenwand sein, so wie es da ist. Und dann gucken wir mal weiter. So, wie viel haben wir jetzt da wieder? 4. Oh, hier sind auch noch, hier sind wieder Karotten. Das Karottenfeld lasse ich erstmal so. Das ist eigentlich ziemlich gut von der Größe. Da kommt gut was raus. Das ist angenehm. Das freut mich. So. Ich glaube aber, ich warte mit dem weiteren Bewachs bepflanzen, bis ich genug Zeug zusammen habe, dass ich das alles auf einmal machen kann, oder? Eigentlich Blödsinn. Nee, ich hau einfach raus. Ich hau einfach raus. Aber das ist cool, das gefällt mir. So. Was mache ich jetzt als nächstes? Wie könnten wir das denn mit dem Haus machen? Ich meine, Haus bräuchte mal langsam ein Dach, ne? So ein bisschen, oder? Oder die nächste Etage auf jeden Fall. Aber ich habe momentan auch alles so super dicht da dran gebaut. Also, bevor ich hier irgendwie großartig... Oh, da waren jetzt 4 drin. Bevor ich jetzt großartig hier anfangen kann, das Haus in irgendeine Richtung auszubauen, muss ich erstmal die Felder wieder wegkriegen. Guten Tag. Was eine Aussicht, ne? Aber das gefällt mir so richtig gut mittlerweile schon. Ich bin mal gespannt. Oh komm, wir gehen mal schlafen. Aua. Wir gehen mal schlafen und dann gucken wir mal, was der Mushroom-Keller macht. Den gucken wir uns nochmal an und dann bin ich auch schon leider wieder durch mit dieser Aufnahmesession. Dann waren das auch schon wieder 2 Stunden, ey. Wie krass. Die Zeit rennt dermaßen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hatte das vorhin bei der Farming-Simulator-Aufnahme auch gehabt. Die erste Stunde war so, ja. Und dann die zweite Stunde, zack, weg. Nö, hier ist nichts gewachsen. Entweder ist das nicht hell, oder entweder ist es nicht gut genug, oder keine Ahnung. Oder es ist zu hell. Das könnte auch sein. Warte mal, wir können natürlich auch Folgendes machen. Ich nehme mal die Tür raus. Zack. Und ich habe hier noch Erde. Dann würde ich nämlich das komplett dicht machen. Vielleicht wachsen die ja jetzt besser. Muss mir das aber nochmal durchlesen, was da wirklich im Wiki steht. Wie das wirklich geht. Also es kann sein, dass ich da jetzt mit der Pilzfarm nicht so hundertprozentig richtig bin. Aber das muss ich mir nochmal durchlesen bei Gelegenheit. So, was machen hier draußen meine Felder? Ich habe ja geschlafen jetzt. Das heißt, hier muss ja eigentlich einiges passiert sein. Da ist noch nichts wieder gekommen. Hier auch nicht. Ne. Wie viel haben wir jetzt gekriegt da? 2, ne? Ja, okay. 2 ist in Ordnung. 2 ist in Ordnung. Damit kann man wieder ein, zwei... damit kann man wieder 2 anpflanzen. Wenn ich 2 bekomme, kann ich damit wieder 2 anpflanzen. So. Zack, das weg. Das. Und zack, den auch weg. Ich habe hier das Gefühl, als ob da Wasser fehlen würde. Warte mal, da fehlt auch Wasser, oder nicht? Habe ich mich hier vertan? Verzählt? Oder ich habe einfach nur kein Wasserloch gleich gemacht, ne? Guck mal, das sind 1, 2, 3. Hier müsste ein Wasserloch sein. Und... ja, ich habe mich hier verzählt, ne? 1, 2, 3. Eigentlich müsste hier ein Wasserloch sein. Und hier auch. Genau, das müssten beides Wasserlöcher sein. Und die beiden dann nicht. Das ist ja merkwürdig. Was hat mich denn da geritten? Da bin ich dann irgendwie ein bisschen vom Schema abgewichen, ne? Kann das sein? Pass mal auf, dann geht mein ganzes Feld hier gar nicht auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist denn keins. Das ist auch kein Wasserloch. Aber da ist ein Wasserloch. Und dann seid ihr beiden... Ups. Dann seid ihr beide nämlich auch keine Wasserlöcher. Oh, das war doof. Zack, das da rein. Ich muss mal Wasser holen. Da hat was mit meinem Wasserlochschema nicht gepasst. Zack. Jetzt funktioniert das wieder, ne? Es sollten 3 sein und dann Wasserloch. Genau, 3, 3, 3. 3 Wasserloch. Und hier sind jetzt auch 3, aber kein Wasserloch. Das macht aber eigentlich nichts. Weil jetzt ist es eigentlich genau...
So wie hier drüben. Hier sind nämlich auch drei. Und ja, alles klar. So ist besser. So gefällt mir das tatsächlich besser. So, Wasser kippen wir mal aus. Dann können wir die nämlich stacken. Und Karotten farmen. Zack, zack. Sehr schön. Oh, wir haben einen Haufen Karotten, ne? Wir könnten mal wieder Schweinchen mähen gehen. Zack. Haben wir auch. Ah, die stecke ich aber erstmal weg. Ansonsten, wenn ich hier reingehe mit den Karotten in der Hand, dann drehen die gleich schon durch. Hallo, kommt mal her. Wer möchte von euch? Keiner? Du? Und du? Genau, du und du? So, du und du. Zack. Oh, die Pullover-Schweine brauchen ein größeres Gehege. Die müssen auf jeden Fall ein größeres Gehege haben. Die Hühner geht ja noch einigermaßen, ne? Da ist ja echt noch Platz hier drin, ne? Aber die Pullover-Schweine, die brauchen ein deutlich größeres Gehege. Das geht ja gar nicht mehr da. Da kommst du ja auch nicht mehr rein. Du hast ja gar keine Chance reinzukommen. Na gut, ich geh mal auf meinen Turm, damit wir nochmal zum Abschluss dieser Aufnahmesession einen kleinen Überblick bekommen von dem, was wir eigentlich geschafft haben. Das ist nämlich eine ganze Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Das ganze Gebiet nochmal ausgeweitet, bei den Villagern gewesen, bei den Dorfbewohnern, Karotten geklaut und hier angebaut. Immer noch kein Dach auf dem Haus, aber es läuft. Alles klar, Freunde. Ich war Feierabend für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Für die ganzen Abos, Likes etc., Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr noch meint, ich soll mir mal einen Mod angucken oder, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Gerne so ein bisschen, warum der denn gut ist. Und wenn es geht, Mods für 1.10 oder so, also für die Version, die ich verwende. Das wäre super nett von euch. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Natürlich würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr findet jetzt hier auf der rechten Seite noch zwei Links. Der obere führt zum vorherigen Video und der untere Link führt zur gesamten Playlist von Minecraft Bauernhof. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.